Gastredner Angus Robertson, der Fraktionsvorsitzende der Scottish National Party, brachte den ersehnten Sonnenschein mit zum zweiten Tag der SPD-Klausur in Bad Aibling. Aber auch eine klare Botschaft, Stichwort Brexit, Schottland gehört zu Europa, so Robertson. Wir wollen in Europa bleiben, weil wir Europäer sind und wir wollen nicht außerhalb Europas rausgerissen werden. Insbesondere, wenn eine Mehrheit der schottischen Wähler für einen Verbleib abgestimmt haben. Ein klares Bekenntnis zu Europa war dann auch die Kernbotschaft der Klausurtagung der Bayern-SPD-Landtagsfraktion. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rindersbacher und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn betonten bei ihrem Treffen, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist und nicht nur ein Wirtschaftsraum. Die dringenden Probleme könnten nur gemeinsam und nicht gegeneinander gelöst werden. Die großen Fragen der Zeit, ob es die Migrationsfrage ist, ob es die Klimaschutzfrage ist, ob es die Terrorbekämpfungsfrage ist, die Sicherheitsfrage ist, die können nicht mehr national bewältigt werden. Und darum liegt doch die Antwort auf der Hand, dass wir wirklich uns einsetzen für ein stärkeres, ein besser funktionierendes Europa. Auch Rindersbacher sprach sich gegen Abschottung und Populismus, wie ihn die CSU betreibt, aus. Wenn die CSU bei ihrer Klausurtagung schreibt, Deutschland soll Deutschland bleiben, dann muss ich feststellen, die CSU möchte aus Deutschland oder aus Bayern ein anderes Land machen. Nämlich ein autoritär, nationales, konservatives Land. Wir wollen, dass Bayern Bayern bleibt in dem Sinne, als dass bei uns das Prinzip gilt, Liberalitas Bavarica, leben und leben lassen. Wir wollen ein liberales, weltoffenes und tolerantes Land bleiben. Ähnlich äußerte sich die Generalsekretärin der Bundes-SPD Dr. Katharina Barley. Die SPD stelle der von der CSU und anderen politischen Mitbewerbern unsachlich geführten Debatte eine inhaltlich orientierte Politik gegenüber. Barley machte deutlich, dass Rechtspopulismus das falsche Mittel ist, um den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen. Die Menschen bräuchten eine ehrliche, verlässliche Politik. Die CSU spüre das bereits am eigenen Leib. Was wir feststellen, ist, dass die CSU jetzt auch anfängt, sich selbst zu zerlegen. Und wenn man jetzt die Äußerungen zum Beispiel des CSU-Generalsekretärs ansieht, die ja wirklich tief in die rechtspopulistische Kiste greifen. Und wenn man die Reaktionen sieht, zum Beispiel der Kirchen darauf, dann sieht man, dass der Riss inzwischen auch deutlich durch die CSU geht. Auch die bayerische SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen warnte die CSU vor einer weiteren verbalen Verschärfung und wies auf die gesellschaftlichen Folgen hin. Wenn die Bevölkerung sozusagen gespalten wird, auch durch übrigens diese Verrohung der Sprache, die der Lehrerverband angesprochen hat. Die Verrohung der Sprache macht sich nämlich in den Äußerungen Scheuers auch nochmal deutlich. Wenn diese Verrohung weitergeht, dann kriegen wir eine Gesellschaft, in der, glaube ich, wir so nicht leben wollen. Die Klausur der Bayern-SPD geht noch bis zum morgigen Donnerstag.